Das ist keine Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung. Nein, ich bin kein Anlageberater. Ich habe heute wieder etwas richtig, richtig Geiles für uns, Leute. Richtig geil. Hat indirekt vielleicht was mit Ripple zu tun? Ich weiß es nicht. Da kann sich jeder mal seine Gedanken machen. Aber dazu kommen wir später. 23. Ja, natürlich wird alles in näherer Zukunft noch höher sein an Kursen. Aber es wird natürlich noch eine fette Korrektur kommen. Ne? Weil Bitcoin ist einfach, muss man sagen, zu hoch gestiegen. Dass man sagen könnte, okay, naja, man sieht das schön, es sieht fantastisch aus, ne, muss man einfach sagen. Es ist einfach ein geiles Gefühl, sowas. Ne? Ich meine, VeChain, der war sogar bei 11% heute, jetzt bei 9,4 schon. Wurde mal wieder ein bisschen was verkauft, aber stört doch keinen. Ne? Hauptsache, wir sind im Plus. Sogar XRP ist mal im Plus. Ne? Es ist zwar nicht enorm gestiegen, wie wir es ja eigentlich erhoffen und erbeten, kann man ja auch schon sagen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist ein guter Tag. Es ist wirklich ein sehr guter Tag in der Kryptowelt und ich habe damit kein Problem. Ich finde es sogar gut, weil so kann ich wenigstens morgen, übermorgen ungefähr nochmal ein bisschen nachkaufen, ne? Bei XRP. Die anderen, ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich ein bisschen höhere Summe auch jetzt investieren, aber es tut mir leid, ich muss auf die Korrektur warten, weil selbst bei 48.000 keine Korrektur gekommen, bei 50.000 keine Korrektur bekommen. Ich hoffe natürlich, dass Bitcoin bei 55.000 dann endlich mal wieder korrigiert, damit ich vielleicht mal ein bisschen günstigere Kurse kriege. Ne? Wer jetzt von euch denkt oder überhaupt alle denken von wegen, es wird so weitergehen. Nein, natürlich nicht. Das wird sogar im Bullenmarkt nicht so laufen, dass es nur Richtung Norden geht. Aber nichtsdestotrotz schön zu sehen, Bitcoin 51.000, obwohl ja Bitcoin die Kryptowelt ja tot ist, das wissen wir ja. Und er tatsächlich 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung erreicht hat. Das ist eine Hausnummer, Leute. Das ist wirklich eine Hausnummer, wo ich sage, Chapeau, ne? Und wir haben noch nicht den Bullenmarkt. Also es sieht schon mal gut aus. Warten wir mal auf die kleine Korrektur, die dann natürlich noch folgen wird. Aber ich bin optimistisch, dass der Bullenmarkt tatsächlich eine Riesenbombe wird für uns alle. Nichtsdestotrotz schauen wir mal und fangen mit den kleinen News an, ne? So, Volante, was ist Volante? Volante ist ein Unternehmen, was Geldtransfers macht, ist bei der Fed drinne, ist bei Swift mit drinne, ist leider Ripple Partner und Volante hat natürlich auch schon Ripple Payments, sprich den XRP Ledger so gesehen, integriert in ihr System. Die Abgeordneten der EU haben grünes Licht für neue Regeln für blitzschnelle Überweisungen in der gesamten EU gegeben. Sind Sie bereit für die Veränderung? Kontaktieren Sie uns. Natürlich das SEPA-Verfahren. Ich habe ja schon mal erklärt, warum ich denke, dass da auch der XRP-Ledger natürlich eingesetzt werden kann, weil Transaktionen wahrscheinlich billiger sind, als wenn Banken so transferieren würden. Ne? Das ist aber nicht die Bomben-News. Es kommt natürlich noch mehr und Panos mal wieder geil, ne? Schön erklärt, XRP-Ledger, XRP, Ripple. Was soll ich dazu sagen, ne? Aber wie gesagt, Volante ist ein Big Player in der Geldtransferüberweisung. Ne? Die machen wirklich viel, habe ich auch schon mal gezeigt. Aber hier, Ripple engagiert sich, ist auch nicht die Big News, für Etablierung von XRP als Brückenwährung. Experte. Ist natürlich klar, weil da geht es eigentlich drum, da hat man Mr. Huber gefragt. Oder er hat eher seinen Kommentar dazu abgegeben, wieso, weshalb, warum. Und er darauf kommt, dass XRP natürlich etabliert wird als Brückenwährung von Ripple. Es ist ganz einfach. Oder sehr viele Blockchains haben ja mittlerweile auch ihr Stablecoin damit drin integriert. Der XRP-Ledger hat immer nur XRP. Und es wird auch so bleiben. Das ist das Gute. Ne? Müssen wir ganz ehrlich sagen. Ripple engagiert sich für die Etablierung von XRP als Brückenwährung. Trotz ihrer einzigartigen Stabilität hat Ripple XRP weiterhin als Brückenwährung verwendet. Und man muss eigentlich sagen, XRP war eigentlich mal ein guter Stablecoin, ne? 30 Cent Bereich, 50 Cent Bereich, was wollen wir denn mehr, ne? Also es wird nicht der klassische Stablecoin, sondern es wird eher ein Stablecoin, der natürlich, wie soll man sagen, nach Gebrauch erhöht wird, der Kurs, ne? Um grenzüberschreitende Abrechnung zwischen Fiat mit ODL, jetzt Ripple Payment, zu erleichtern. Die Volatilität, die XRP erfährt, hat zu Fragen darüber geführt, warum der Vermögenswert nicht durch ein Stablecoin ersetzt wurde. Ganz einfach, weil der XRP-Ledger kann eben halt, das ist in seinem Kernprozess drinne, kann nur mit XRP verwendet werden. Nichtsdestotrotz erfolge diese grenzüberschreitende Transaktion nahezu sofort, so dass die Volatilität von XRP nicht zu besorgniserregend ist.
Also wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn der Kurs mal, ich sag mal ganz klipp und klar, von jetzt auf gleich auf 10 oder $15 mal eben hüpft, dass das irgendwie Probleme beim System geben würde. Wie wahrgenommen? Aus diesem Grund glaubt Herr Huber, dass Ripple weiterhin XRP als Brückenwährung für seine grenzüberschreitenden Transaktionen verwenden wird. Natürlich, genau das ist ja der Grund, ne? In einem früheren Bericht pries der Cloud-Zahlungsriese Volante Technologies die Fähigkeit von XRP bei grenzüberschreitenden Zahlungen an. Die Bemerkungen von Herrn Huber deuten darauf hin, dass Ripple XRP weiterhin für seine transnationale Abwicklung nutzen könnte, insbesondere als Brücke zwischen CBDCs verschiedener Länder. Und es wird genauso kommen. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich bin davon mehr als 1000% weiterhin. Und wie gesagt, ich halte den Scheiß seit 7 Jahren. Und ich werde auch so lange halten, XRP, bis es passiert. Und es wird passieren. Und das nicht mal mehr in so naher Zukunft, wenn man das so sagen wollen. So, Ripple CEO feiert die epischen Siege des Unternehmens. Natürlich geht es darum, wie ich ja gestern schon gesagt habe, wegen Standard Custody, dass sie die ja gekauft haben. Jetzt muss ja nur noch die New Yorker Aufsichtsbehörde darüber entscheiden. Darüber hat ja Ripple jetzt Lizenzen, also 40 Lizenzen gekriegt, in fast 40 Ländern in den USA. Klingt auch ein bisschen komisch. Ich würde eher sagen, in fast 40 oder in 40 Bundesländern in den USA haben sie jetzt die Lizenz für Geldüberweisung oder Geldübermittler. Von daher, das ist auch nicht so was Neues, hatten wir ja gestern schon. Aber die weltweite Dynamik von Ripple ist nach wie vor konkurrenzlos. Versteht ihr? Konkurrenzlos. Weil viele mich ja immer wieder fragen, oh, Ripple hat doch bestimmt Konkurrenten. Nein. Dann kommt die nächste Frage, ja, aber XLM. Nein, die arbeiten ja zusammen. Weil nur zusammen beide Blockchains das perfekte Zahlungsüberweisungssystem sind. Konkurrenzlos und bedient Unternehmen auf der ganzen Welt. Die Akquisition von Standard Custody folgte auf die Übernahme von MetaCo, eine Custody-Lösung im vergangenen Jahr. Ripple kündigte kürzlich Custody Corporation oder Kooperationen mit hochrangigen Institutionen wie HSBC, BBVA und Zodia Custody sowie die Expansion seines Ripple Payments Produkts in neue Gebiete wie Afrika. Natürlich wird nicht nur Afrika, aber Afrika sollte man auch nicht unterschätzen. Ripple hat sein Kerngeschäft Zahlungsverkehr und Verwahrung verdoppelt und unterstützt kommerzielle Live-Verwahrungsangebote in 20, und das ist wichtig, regulatorischen Gerichtsbarkeiten, sprich da, wo Kryptowährung schon reguliert ist, so gesehen dafür in diesem Bereich. Das ist immer das Hauptproblem, was wir im Endeffekt ja haben. Es ist nicht weltweit alles so gereguliert, dass man sagen könnte, okay, jetzt könnte man auch Ripple Payments einsetzen. Das muss ja auch erst reguliert sein, damit Banken überhaupt die Erlaubnis haben von einer Aufsichtsbehörde. Es geht ja nicht nur um die SEC, es geht ja, jede Nation hat eine Aufsichtsbehörde. Es muss politisch alles fertig sein dafür. Das ist unser Hauptproblem. Das ist in meinen Augen schon das Hauptproblem, was wir seit Jahren haben. Aber es bewegt sich. Es bewegt sich wahnsinnig viel. Und Zahlungen in 70 Ländern weltweit. Also es wird immer geiler. Natürlich guckt dann jetzt wieder der ein oder andere auf den Kurs. Scheißt auf den Kurs. Hört doch einfach mal. Scheißt auf den Kurs. Der Kurs wird kommen, wenn die Verwendung da ist. Und die wird kommen. Das ist nicht, dass jetzt wieder jemand sagt, ja, 2030, 2040 oder 2070. Nein. Ob sie dieses Jahr kommt, ob sie nächstes Jahr kommt, das werden wir natürlich sehen. Aber nichtsdestotrotz, sie wird kommen. Und dann werden wir auch ganz andere Kurse sehen. Jetzt kommen wir aber zu etwas, was einfach genial ist. Und dafür danke ich Kryptonit. Er hat mir das wieder geschickt. Das ist eine Bombe, Leute. Gesetzesentwurf zum digitalen Euro unterstützt erlaubnisfreie Blockchains. Oh. Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung der EU hat heute eine Sitzung abgehalten, in der über die digitalen Euro diskutiert wurde. Ein aktualisierter Entwurf der Rechtsvorschriften für den digitalen Euro weist mehrere wichtige Änderungen auf. Dazu gehört die Unterstützung für erlaubnisfreie Blockchains. Oh mein Gott. Ich sag jetzt keine. In dem Gesetzesentwurf heißt es, bedingte Zahlungen in digitalen Euros dürfen auch auf erlaubnisfreien Distributed Ledger, also DLT, durchgeführt werden, bei denen bisher nur private ausgegebene Vermögenswerte wie Kryptowerte und Stablecoins als Zahlungsmittel zur Verfügung stehen. Mit der Genehmigung und unter den von der Europäischen Zentralbank festgelegten Bedingungen würde der
digitaler Euro als Token zur Verfügung gestellt, auf das in diesen Ketten verwiesen werden kann. Ja, ich weiß ja jetzt nicht, welche Blockchain Sie dafür verwenden werden, natürlich. 23, ja, vielleicht Turbo, ne? Oder für XRP Heiko, vielleicht gibt es ja auch Shiba. Ich habe keine Ahnung, welche. Wir wissen ja, dass leider, wie soll ich sagen, Frau Lagarde, ich weiß, man mag die nicht, weil die hat ja auch eine ganz tolle Vergangenheit hinter sich. Aber Frau Lagarde ist natürlich ein Riesenfan von Ripple-Technologie, vom Unternehmen. Wahrscheinlich hat Brad auch mal, ja, wer weiß, ne, vielleicht eine kleine Nacht verbracht, aber wer weiß. Und von daher, ich tippe natürlich nur auf eine einzige Blockchain oder eher auf zwei, XLM-Ledger, ne, und den XRP-Ledger halt. Aber das werden wir natürlich in naher Zukunft dann auch sehen. Von daher, alles gut. So, meine Lieben, kurz, knapp, oh, 11 Minuten geht ja noch. Und ich bin wieder für euch da. Ist eigentlich ein schöner Tag heute gewesen, was die Kryptowelt betrifft. Ich grüße euch natürlich an und ich hoffe, euch geht's auch gut. Doc Azzarola, moin, Qualme ist cool. Dachte, wäre höher der Einkaufspreis. Nee, ich habe damals sehr billig kaufen können. XRP-Eco, hallo an alle. XRP-Eco, heute ist Aschermittwoch. Da müssen doch die Kurse einbrechen. Nee, Bitcoin ist wirklich so ein kleiner Schweinehund. Ne? Wenn ich kaufen will, dann um Gottes Willen. Nee, nee, wir dürfen nicht einbrechen. Wir müssen weiter pumpen. Ne? Argon, guten Abend alle zusammen. Sanremo, sonnige Grüße aus Teneriffa. Grüß dich, Remo. M-Hahn, hallo, guten Abend. MC und alle. Oh, bevor ich es vergesse, ach, kann ich jetzt gar nicht zeigen. Ich habe eine E-Mail bekommen von Ripple. Das zeige ich euch morgen. Wenn ihr eine E-Mail bekommt von Ripple, wo ihr ein Web3-Konto, ne, eröffnen könnt und natürlich eure Daten eingibt und euer Hardware-Wallet damit verbinden könnt, lasst es. Es ist ein Scam. Ich wundere mich auch, warum ich überhaupt so eine E-Mail gekriegt habe. Zeige ich euch aber morgen. Habe ich jetzt völlig verpeilt, das aufzurufen und zu machen. Emhan, hallo, guten Abend, MC und alle. Diego, hi zusammen. Single Bear, geht ihr mich? Papi spielt, moin zusammen. Kirsch, guten Abend. Ottoran, moin alle. An alle. Kaleido, guten Abend. Zum ersten Mal gechattet. Frank, moin, grüß dich. Rob, guten Abend an alle. Psychobeule, hallo ihr Lieben, grüß euch beide. Hubal, guten Abend, MC und XRP-Familie. Ich liebe grüne Farbe. Grün ist eigentlich nicht so meine Farbe, aber ne, in dem Fall auf jeden Fall. XRP-Alko, ich warte mal, bis MC eingekauft hat. Dann geht es eh runter. Dann kaufe ich. Gute Taktik. Ja, ich finde das immer schön, dass ihr mich als Indikator nimmt. Ich meine, teilweise funktioniert das ja auch sehr gut. Ne? Ja, morgen könnte es soweit sein. Ne? Also meine Finger jucken schon. Geld ist eigentlich auch schon da, aber ich weiß nicht, warum ich noch nicht gemacht habe. 23, es geht jetzt zum Mond. Ruhig bleiben, wir haben noch nicht den Bullenmarkt. Es ist schön, gar keine Frage. Auch bei Veracity zum Beispiel ist es schön, bei VeChain ist es schön heute. Gar keine Frage, Bombenergebnisse, aber es ist noch nicht der Bullenmarkt. Speedy, Gruß in die verrückte XRP-Runde. XRP-Fu, moin an alle aus Frankfurt. Best Bay, hallo, Mike, hallo zusammen und sei gegrüßt, Meister. MC, wann kaufst du ein? Bitte Datum und Zeit angeben und Menge in hoch, mittel, gering. Alles sehr wichtig für uns. Grüße. Ja, ich finde das gut, wie er mich missbraucht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das ja wirklich nett, wie er mich missbraucht. Er wird wahrscheinlich morgen sein, so gegen 17, 18 Uhr. Aber genau kann ich es ja nicht sagen. Es kommt noch drauf an. Also wenn jetzt XRP auch noch explodiert und über Nacht, sagen wir mal, 10, 20% macht, dann sage ich auch, ist mir scheißegal, ich mache gar nichts mehr. Ne? Aber warten wir mal ab. Taucher, Grüße an die zukünftigen XRP-Goldkinder und dir, MC. Dankeschön. 23. Was bringt dir eine Korrektur von 55.000 auf 51.000, wenn du letzte Woche, als du auf eine Korrektur auf 37.000 gewartet hast, für 47.000 hättest kaufen können? Wenn eine Korrektur kommt, gehe ich davon aus, da schließe ich mich den Experten an, was ich so gelesen habe, dass dann tatsächlich eine Korrektur auf 48.000, 49.000 kommt. Letzte Woche hatte ich noch nicht das Geld für 37.000 oder für 34.000, dass ich da kaufe.
Indalo, Grüße aus Eisenach. Hager, Abend in die Runde und Grüße aus Lyon. Oh, aus Frankreich. Moors, grüß euch. Seidenblitz, hab gestern noch von einem Journalisten Informationen bekommen. Es wird riesig. CBDC ist in Anmarsch. Es wird schon länger installiert. In den Banken ganz groß mit dabei. UBS, einer der größten, der dabei ist. Ja, da gebe ich dir recht, es ist ja schon länger. Nur weil wir das jetzt erst erfahren haben, sage ich mal, es ist trotzdem schon seit 4 Jahren in Planung. Wenigstens der digitale Euro und der digitale Yen. Ja, also in Japan, die japanische Währung. Das ist schon mehr als 4 Jahre schon in der Entwicklung. Nicht erst seit 2 Jahren, wie sie es ja geschrieben haben, alle. Und deswegen sage ich ja auch, ich würde die USA nicht unterschätzen. Ich würde die USA gleichsetzen mit China, dass sie wirklich beide auf gleichem Niveau schon sind. Kaleido, XRP to the Moon. Bald. Mehr Smile gechattet. Pelé. 6,1% plus die Woche ist doch gut. Ja, natürlich. Ja, absolut. Für die Kryptowelt ist es trotzdem wenig, aber trotzdem, klar. Wo machst du das, ne? Papi spielt, lieber MC, es schaut ein Freund von mir zu und wärst du vielleicht bitte so lieb, noch einmal deine Bomben-News von gestern erklären? Sprich, woran man sehen kann, dass die Tokenisierung sicher über den XRP-Ledger läuft. Verstehe es nicht so ganz und ist ein Neuling. Dank dir und alles Gute zum Valentinstag. Naja gut, Valentinstag ist mir egal. warum zum Beispiel das so geil ist? Pass auf. Nee, haben wir hier. Das Unternehmen, was Ripple ja jetzt gekauft hat, was voraussichtlich ja auch angenommen wird von der Aufsichtsbehörde von New York, das Standard Custody, hat Lizenzen für Tokenisierung und für Payments natürlich auch. Gar keine Frage. Dazu kommt noch, Standard Custody ist mit Polysign. Zusammen ist es ein Unternehmen, was natürlich mit der, oh Mann, jetzt komme ich, mit der Wall Street zusammenarbeitet. Denn Standard Custody ist die Tochterfirma von Polysign. Und das beides zusammen, und Polysign muss man sagen, da ist natürlich Arthur Brito als Gründer und Präsident drin, ist ein Entwickler bei Ripple, der natürlich den XRP-Ledger entwickelt hat, David Schwarz auch, der auch ein Entwickler ist von Ripple. Beide zusammen wird gemunkelt, dass sie natürlich Bitcoin erfunden haben damals. Und die haben tatsächlich die Lizenzen für Tokenisierung in den USA. Plus dazu natürlich auch Payment-Systeme. Und gerade New York hat Ripple noch gefehlt in den USA. Danach war alles oder wäre eigentlich lizenzmäßig alles fertig in den USA. Sonst soll er sich einfach das Video von gestern nochmal anschauen von mir. Kann er ja auch auf YouTube machen, muss er ja nicht auf Twitch machen. Da habe ich das ja auch noch mal ein bisschen intensiver erzählt. Wascha, ich hoffe, das Turbo vor XRP zündet. Das wird es bestimmt, oder? Pass lieber auf, dass Turbo nicht in den Erdkern fällt. Papi spielt. Ach ja, und hoffen wir, dass die Grünen mit ihrer Kryptoregulierung scheitern. Ich habe das nur am Rande so mitbekommen, dass sie irgendwie jetzt eine Kryptosteuer einführen wollen. Da sieht man eigentlich, wie verzweifelt die sind, dass sie wirklich überall jetzt nach einem Strohhalm greifen, damit irgendwie Kohle reinkommt. Das ist so peinlich. Mit so viel Steuern, wie wir eingenommen haben. Ne? Also ganz ehrlich, sollen sie gern versuchen, die können mich sonst was mal. Ne? Sage ich ganz ehrlich. 23, Turbo, Turbo. Nee, nix da. 20, 1 Dollar wird er nicht machen. Du kannst von Glück reden, wenn er vielleicht 1 Cent bis 5 Cent vielleicht macht. Das ist schon ein Riesenerfolg. Frage. Luna auf 1 Euro und Shiba auf 0,01. Ja, wenn dir das gefällt, klar. Luna Classic wäre ich dabei. Bei Luna, der wäre mir egal. 23. Turbo hat ja auch schon einen Weltraumanzug an. Ready for the Moon. Also wenn das so einfach ist, also ich sag dir ganz ehrlich, schaff dein Turbo 1 bis 5 Cent, ne, dann flippe ich aus. Dann bist du der Meister. Johannes, guten Abend. 0,03. Echt jetzt? 0,03 Dollar? Ja, MC, ich gebe dir recht. Du bist ein Arsch. Ja, es tut mir leid.
Aber trotzdem ist es mir egal. Mein DS ist bei 0,43. Ist doch auch verdammt gut. Aber hey, ich habe schon lange die Anzahl, die ich mindestens haben wollte. Daher ist es mir wurscht, wer welchen Durchschnitt hat. Wenn er tiefer ist als bei mir. Natürlich. Glückwunsch. Wenn es ein höherer Durchschnitt ist, ist auch piep egal. Mit der Verwendung ist es spätestens wurscht. Hallöchen an alle und einen schönen Abend. Genauso sehe ich es auch. Ne? Ich kenne auch Leute, die haben einen Durchschnitt von 1,50 $, die haben aber auch 80.000 XRPs mit so einem Durchschnitt. Ne? Da kann man sich ja so ungefähr ausrechnen, was für Riesensummen die da im Endeffekt reingepackt haben. Aber selbst die sagen sich, ja, und Verwendung ist doch scheißegal, wie der Durchschnitt ist. Wenn der Ding auf 100, 200 € geht, wen interessiert der Durchschnitt? Es kommt immer auf die Anzahl der Token und Coins an, die man hat, um die natürlich zu verkaufen. Von daher, da hast du genau richtig. Tribun, Grüße an alle. Johannes, hallo, Bär. Achso, XRP-Heiko, Ex-Ethereum-Berater, SEC-Chef, Gensler und Ethereum-Gründer Buterin sind chinesische Agenten. Ein ehemaliger Berater von Ethereum hat Gary Gensler beschuldigt, tief in die Ethereum-Welt verstrickt zu sein und Prometheum heimlich zu benutzen, um Ethereum inmitten von ETF-Anträgen als Wertpapier zu bezeichnen. Steven Nayarov behauptet außerdem, dass Gensler und die Ethereum-Hierarchie einschließlich Vitalik Buterin enge Verbindung zur chinesischen KPCH haben. Und dass die chinesische, sorry, aber das halte ich jetzt mal für sehr weit hergeholt, ne? Das finde ich schon bei Vitalik Buterin, okay, könnte ich mir vorstellen, aber Gary Gensler und die Chinesen, wir reden hier von einem US-Amerikaner, ne, der eine US-Aufsichtsbehörde hat. Der wird bestimmt nicht mit den Chinesen was zu tun haben. XRP-Heiko, Regierung zwei Drittel von Ethereum besitzt. Ja. Doc Azarola, weißt du, wie lange es von einer Idee bis zum Verabschieden Gesetz dauert? Und dann gibt es da noch die Blockiererpartei. Papi spielt. Für mich war das nur ein Artikel, um Klicks und Abos zu generieren. Und von Bitcoin Echo. Ich habe keine andere Quelle gefunden. Ganz ehrlich, da wird auch nichts kommen. Bis sie das wirklich durchhaben, das dauert Minimum, ich sag mal, ein Jahr. Dann kommt es zur Abstimmung. Natürlich würden alle ja abstimmen, ne? Neuer Steuertopf. Hallo? Ist doch klar. Dann wird das aber rückwirkend natürlich gemacht auf die letzten 12 Monate wahrscheinlich. Und da wird man dann Steuern zahlen müssen. Aber bis das durch ist, ich schätze mal, da sind die dann nicht mehr da oben an der Macht. Naniato, hallo. Maximus, hallo an alle. Robbie, erstmal war es die Klage, dann war es AMM, jetzt sind es die Gesetze. Und nach dem Gesetz ist es die Luft. Und nach der Luft ist es das Planeten. Und nach dem Planeten ist es das Universum. Und dann sind wir alle tot und der Kurs steigt. Nein. Ich habe gesagt, wir haben seit Jahren das Problem mit der Regulierung. Das heißt nicht, wenn der Market Maker drauf ist, dass sie nicht starten werden. Weil nur weil die komplette Welt noch nicht reguliert hat, ist das nicht mein Problem. Aber zum Beispiel ab Ende November hat komplett die EU reguliert, alle EU-Mitgliedstaaten durch die MiCA-Vorschrift. In Asien sind viele Länder, die schon so weit reguliert haben. Großbritannien gehört ja indirekt jetzt auch noch zur EU, aber die haben auch schon reguliert. Irland hat auch schon reguliert. Also von daher, nein. Freibürger, moin moin allerseits. Armageddon, guten Abend an alle. An alle. Stadtrappe, guten Abend, MC. Und die Feierabendrunde, Spätschicht beendet, sehr gut. Freiburger, MC, was hältst du von Chainlink? Chainlink ist ein gutes System, gar keine Frage. Und dadurch, dass sie natürlich mit Swift zusammenarbeiten, Bombe. Aber ich habe keine. Wascher, hab die CKB Neros Token verkauft und
Plus 350%. Soll ich XRP verkaufen, dann fängt die Verwendung bestimmt. Das musst du entscheiden. Psychobeile, Verichain und Veracity, ist das nicht schön? Man braucht noch mehr. Ja, ist ein bisschen doof, ne? Gerade wenn sie heute so 10% beide machen. Also. Doc Acerola, ich denke, der Impuls wird nicht von den Grünen ausgehen, Papi spielt. Nee, ich denke eher, das wird von den Herrn Lindner Partei, sage ich mal, ausgehen. 23. Was wir haben hier Zuschauer aus Frankreich? Ja, es ist international hier. Warum auch nicht? Ich habe zum Beispiel, kriege ich auch Nachrichten auf YouTube von jemandem aus Thailand. Singleware, NC, Bitcoin von 51.000 auf 47.000. Runter würde ich sicher keine Korrektur nennen. Ich könnte mir vorstellen, dass er doch noch auf 55.000 geht und dann geht's runter. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir jetzt eine Korrektur. Mich würde es freuen, nicht damit ich noch günstiger einkaufen könnte, sondern weil dann der Markt wieder vernünftig steigen könnte, ne? Weil jedes Mal nach jedem Run braucht man einfach eine schöne, vernünftige Korrektur auch. 23, hoffentlich. Melle, guten Abend, MC und an die XRP-Truppe. Hoffe, es kommt bald eine Korrektur, damit man wieder einkaufen kann. Ja, das wird nicht dauerhaft sein. Ne? Also, das ist unmöglich. Papi spielt, Dankeschön, Meister der Information. Aha. 23, wenn Sie damit Geld verdienen können, hä? Okay. Seidenblitz, er sagte auch zu mir, die werden den kompletten Markt kollabieren lassen. Und dann sagen, unsere letzte Hoffnung sind CBDCs und schwuppdiwupp ist digitale Währung da. Ja, ich kenne dieses Szenario. Ob das wirklich so kommt, kann ich natürlich nicht sagen. Ne? Und dafür ist meine Glaskugel nicht ausgereift. Was ich einfach nur schlecht finde, ist, dass man einfach die Bevölkerung in ganz Europa, was den digitalen Euro jetzt natürlich betrifft, einfach nicht richtig aufklärt. Ne? Natürlich werden sie irgendeinen Schwachsinn da erzählen, von wegen, oh, das ist die Rettung für unsere Finanzwelt, für euren Wohlstand dann, wo dann die Leute natürlich sagen, oh, okay, die haben ja es gesagt, die sind ja für uns dann da, ne? Und das ist ja auch gut für uns. Das ist so das Problem, wo ich sage, klärt doch verdammt nochmal die Leute jetzt in der EU mal auf darüber. Und zwar richtig, was kommt auf sie zu? Was haben sie für Möglichkeiten damit? Und, und. Und wenn das ja positiv ist, würde ja jeder sagen, geiler Scheiß, her damit. Ich finde das nur, ja, das zeigt natürlich wieder, wie weit die in der EU sind, dass sie sagen, von wegen, naja, digitaler Euro kommt, ne, erstmal nur so 3.000 maximal auf dem Wallet. Das wird natürlich Stück für Stück erhöht und im gleichen Satz werden sie natürlich das Bargeld wegnehmen, aber die klären die Bevölkerung nicht darüber auf. Und das finde ich so schlimm. Da sehe ich wieder, da kommt ein Riesenhaufen Scheiße, was wir noch nicht wissen, richtig auf uns noch zu. Rob, Rob. Shitcoin, hin oder her. Hauptsache, die Kohle passt dann. Natürlich, und wenn jemand mit seinen Mimi-Coins erfolgreich ist, freut es mich natürlich. Ne? Oder mit irgendeinem anderen Coin. Hauptsache, man macht schöne, fette Gewinne. Wascha Marcello, kennst du Moon Rabbit? Hab einen Tipp bekommen, dass der Coin-Besitzer Dogecoin-Erfinder ist. Angel Versetti in Monaco. Ansässige leitet Familie Office. Und mit Jeff Bezos versucht er die Unsterblichkeit voranzutreiben. Kennst du den? Den Moon Rabbit Coin kenne ich, ja. Aber ich halte davon nicht viel. Ihr könnt gerne in sowas investieren, es ist euer Geld. Ich persönlich mache es nicht, ne? Weil ich stehe mehr auf Coins, die wirklich auch was dahinter steckt. Ne? Zingli, hi MC und alle. XRP, die SEC-Verfahren hat Ripple dazu veranlasst, den Blick nach vorne zu richten und sich auf das Ausland zu konzentrieren. Nee, das haben sie eigentlich schon länger gemacht, weil in den USA war es ja eh immer die ganzen Jahre so ein bisschen schwammig, ob sie da überhaupt was machen dürfen, weil die SEC ja nie irgendwas gesagt hat, obwohl sie ständig gefragt worden sind. Sogar von Börsen, sogar von Unternehmen, von Anwälten von Unternehmen. Und die SEC hat nie was gesagt. Das Unternehmen arbeitet daran, seine Zahlungsinfrastruktur für Unternehmen in den USA zu verbessern, zum Beispiel durch die Gründung eines Treuhandgesellschafts.
mit beschränkter Haftung die von Standard Custody und Trust and Trust Co. gegründet wurde. Ripple-Präsidentin Monica Long wird mit den Worten zitiert: Wir wollen diese Finanzinstitute mehr und mehr von dieser Infrastruktur anbieten. Wir sehen darin eine große Flexibilität. Warst du gestern nicht da? Rapper, wo gibt es den Moon Rabbit? Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht, weil mich interessieren solche Dinger überhaupt nicht. Sanremo, mit den zweckgebundenen Bezahlkarten für Asylanten steht ihr, was kommt. Zuerst alle, die Geld vom Staat bekommen, dann wird es alle treffen. Das System ist fertig. Bingo, das war auch mein Gedanke, als das rauskam. Im Endeffekt kann man sagen, dass mit der Karte für die Asylanten ist jetzt die Testphase für uns. Seinblitz, er sagt, das, was momentan passiert, ist halt Ablenkung. Zum Beispiel Trucker bei Putin, Ablenkung, Bauernproteste, Ablenkung und so weiter, Krieg, Ablenkung und Putin spielt mit. Ja, das finde ich ein bisschen weit hergeholt, ne? Dass wir wissen ja, dass wenn Regierungen oder Politiker Ablenkung brauchen, dann ist der Fokus natürlich ganz schnell auf Katastrophen, sage ich mal, wie Krieg. Ich habe damals auch gesagt, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber der Ukraine-Krieg hat Covid besiegt. Ne? Du hast nichts mehr von Covid gehört. Auf einmal war total weg aus den Nachrichten, nur so ein kleines bisschen noch. Und der Krieg in der Ukraine war das Thema Nummer eins, wo ich gedacht habe, egal. Gibt es gar keine Pandemie mehr auf einmal oder was ist jetzt hier los? Ne? Aber so ist das eben halt. Man muss eben solche Sensationsnachrichten, auch wenn sie traurig immer sind, ganz klipp und klar, ganz fett rausbringen, ne? Oder jetzt der Krieg mit der Ukraine, das war ja die ganze Zeit hier Thema Nummer eins. Dann ist jetzt hier in Israel ja das mit der Hamas passiert. Auf einmal jetzt konzentriert sich alle nur noch auf Israel, ne? Es ist immer das Gleiche, ne? Damit die Bevölkerung nicht auf die eigene Scheiße im Land guckt, sondern dann eben was in weiter Ferne ist. Es ist ja auch besser, wenn es in weiter Ferne Scheiße passiert, weil vor meiner Haustür ist ja gar keine Kacke am Dampfen, ne? Aber das ist immer so schon gewesen. Frager, habt jemand einen Tipp für den Gaming Coin, für den Bullrun, der noch unter 1 Dollar ist? MC? Nee, ich habe diesmal keinen. Nee, also, ich bin froh mit Veracity. Die sind in der Gaming-Branche drin. Ich will mit Gaming Coins auch nichts zu tun haben. Ne? Letztes Mal bin ich durch das Tron-Netzwerk fast auf die Fresse gefallen mit sowas. Fett Toni, in Deutschland musst du bei einem Betrag von 12.500 die Bundesbank informieren. Wie ist das in Österreich? Weißt du da etwas, MC oder Community? Das kann ich dir nicht sagen. Da musst du mal auf die Seite gehen, der, ich weiß nicht, ob ihr bei euch das auch Bundesbank nennt in Österreich. Oder mal da eben nachhaken und fragen oder Dr. Google und dann herausfinden. Aber ich kann dir sagen, dass deutsche und österreichische Gesetze sind sehr, sehr ähnlich. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei euch genauso dann ist. Das einzige Unterschied zwischen uns beiden jetzt, was die Kryptowelt betrifft, wir haben noch die eine Erhaltefrist, ihr habt sie abgeschafft. Producer Club, hallo MC und Grüße an alle Kryptoinvestoren. Startrampe, bin da ganz bei dir, Sanremo. Die Bezahlkarte für Staatsgeldempfänger ist der Anfang und Rückzug gibt's nichts anderes mehr. Aber so viel zur Aussage, Bargeld wird es immer geben. Ja, hundertprozentig, ne? Fragt mal in euren Bekanntenkreis. Da werdet ihr nur solche Antworten kriegen. Ich habe es aufgegeben, die Leute aufzuklären. Pass auf, bald könnt ihr sowieso nur noch mit Karte. Nee, nee, Bargeld gibt es immer. Das gab es schon immer. Ich so, nee, am Anfang der Menschheit haben wir Tauschgeschäfte gemacht. Graf Olaf, Crypto Night Owl hat kürzlich über einen Gaming Coin erzählt. Flying Dutch, guten Abend an alle. Doc Azarola, der erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Graf Olaf. Weiß ich nicht. Gambim, Bitcoin wieder über 48.000 Euro, pumpt wieder hoch. XRP kämpft noch mit 54 Dollar. Ja und? Hört mich nicht. Aber ich sag euch ganz ehrlich, wenn Bitcoin tatsächlich, ich sag mal so, zwischen 50 und 60.000 bis zum Bitcoin-Halving ist, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass er im Bullenmarkt
Minimum 150 oder so, sagen wir sogar 200.000 knacken wird. Mascha, Marcello, Korrektur, okay, aber wie sollen wir auf 300 bis 400.000 steigen, wenn immer wieder Korrekturen kommen? Nichts da ab zu 60.000. Ganz einfach, die Korrekturen brauchst du, um die Gewinne mitzunehmen, um wieder neue auch Leute auch anzulocken. Nein? Das ist das Ding. Und warte ab. Kein Coin dieser Welt oder keine Aktie dieser Welt, kein Vermögenswert dieser Welt geht schnurstracks nur nach oben. Sanremo, die CBDCs können Sie auch mit Salami-Taktik einführen, so wie Sie es sonst auch machen. Ja. Campi, wenn das so weitergeht, braucht man 100.000 XRPs, um einen Bitcoin zu kaufen. Mano. Nein, warte doch einfach mal ab. Startrampe, klar wird es Bargeld noch lange geben. Aber wenn man nirgendwo damit bezahlen kann, ist es absurd so dumm. Gibt ja jetzt schon kaum noch Bankkassen im Supermarkt und selbst kassieren muss man auch noch. Ja, Sanremo, genau so ist es. Single Bear, hab lieber 100.000 XRP wie ein Bitcoin. Oh ne, Bitcoin ist nicht böse. Ne? Also das ist immer, was man falsch versteht. Sanremo, irgendwann nimmt kein Geschäft mehr Bargeld an. Richtig. Doc Azzarola, gibt aber auch noch viele Geschäfte, Wochenmarkt und Restaurants, die keine Kartenzahlung akzeptieren. Das wird sich aber noch ändern. Die werden gezwungen. XRP Heiko, aufgrund der ambitionierten Stellar Roadmap hält der Analyst Egrak $5 langfristig für erreichbar. Noch in diesem Monat soll das Protokoll 20 Upgrade eingeführt werden. Positiv zu werten ist auch das große Upgrade, das noch für Februar geplant ist. In einem kürzlichen Tweet gab Stellar bekannt, dass das Netzwerk ein Vorab-Update implementiert hat. Es behebt ein großes Transaktionsproblem für die Nutzer des Netzwerks, indem es das Problem der jüngsten Gebührenanstiegs beendet, der durch einen Fehler verursacht wurde. Ach, hatten die einen Gebührenfehler? Okay. Wascha, meine realen Freunde haben die Schnauze voll von XRP, meinen, es ist ein Scam, verarschen uns. Ja, das sagen jetzt mittlerweile schon 80% der Leute. Ich sagte lieber, lass mich verarschen als kriegen XRP und der Kurs wird drei bis vierstellig. Da dreht man doch durch, oder? 7 Jahre halten für nichts? Wie gesagt, wenn nichts wird, suche ich Brett Garlinghouse auf. Ne? Also da muss man sich keine Sorgen machen. Wie gesagt, Alcatraz, die Zelle, wo ihr mich verarscht habt, die ist für mich reserviert. Wascha, Star Atlas ist ein Gaming-Projekt. Allzeithoch war 25 Cent. Jetzt 0,04. Läuft über Solana-Netzwerk. Könnt ihr mal schauen, dieses Projekt. Robo, Star Atlas ist ein gut geiler Film. Ups, Cloud Atlas heißt der. XRP Heiko, Hedera und Siplifi haben sich zusammengetan, um den Arbeitskräftemangel im maritimen Sektor zu beheben. Die Lösung aus der Praxis, für die man sich einsetzt, hat zu einem Anstieg der Harbor geführt. In einem Schritt zur Modernisierung der maritimen Industrie kündigte die Harbor Foundation kürzlich die Integration der Distributed Ledger Technologie von Harbor in Siplifi an, einer bahnbrechenden Plattform für maritime Beschäftigung. Die Zusammenarbeit, die durch Blade Wallet erleichtert wird, führt ein nahtloses und sicheres Belohnungssystem ein, das darauf abzielt, die maritime Beschäftigung zu verändern. Okay. Kaleido, wenn BRC 180.000 wert ist und Sachsen ihre 50.000 Bitcoins verkaufen, ist Sachsen schuldenfrei. Ja, warum nicht, ne? Aber du musst ja auch bedenken, es ist ja leider nicht nur Sachsen, die 50.000 Bitcoins haben. Ich glaube, die USA ist mit China die größten Nationen, sage ich mal, die am meisten Bitcoins tatsächlich halten. Die sind, glaube ich, unter den Top 5. Ich glaube, der Nummer 1 ist immer noch Satoshi Nakamoto mit 1 Million. Startrampe, das große Geld macht im Bullrun eh mehrfach Kohle. Wird immer wieder
verdammt und wieder tief eingekauft und somit die Coin-Anzahl bis Ende Bullruns drastisch vermehrt. Es gibt auch im Bullrun dicke Korrekturen. Ja, sicher, und zwar richtig. Da ist das, was wir jetzt hier hatten, immer lächerlich gegen. Wascha, okay, Machula, etwas andere Frage. 2026, wie viel XRP muss man verkaufen, um ein Bitcoin zu bekommen? Naja, 2026 gehe ich wieder davon aus, dass natürlich Bitcoin im Bärenmarkt ist. Sagen wir mal, der erreicht 200.000 All-Time-High. Dann wird er sicherlich auf 80.000 runtergehen. Also entweder musst du 80 XRP verkaufen oder nur 8. Eins von beiden. Sehen wir, die großen Wale, die CBDC, zum Beispiel Bitcoin besitzen, verdienen auch ihr Geld, wenn es Korrekturen gibt. Die wissen ja ganz genau, wie der Markt sich benimmt, wenn die verkaufen. Die machen dann einfach ein paar Shorts mit Hebel. Bingo. Frage. Bin für heute raus. Jetzt wird Bayern geschaut. Schönen Abend noch. Dankeschön, dass du da warst und genieß das Spiel. Oder weine eher. Johannes, bin bei euch am Zuhören. Muss aber noch immer arbeiten und Pins sortieren, fotografieren, nummerieren und. Aber ich höre zu. Ach du Schande. Mach nicht so lange, Junge. Graf Olaf, The Rock. Fels der Entscheidung spielt auf Alcatraz, ein exzellenter Film. Ja, mit Sean Connery, wenn ich mich nicht irre, war der, ne? Und, ach, wie hieß der andere noch? Mit Sean Connery, ja. Wascha, 2026, wenn XRP nicht startet, fliegen wir zusammen, Marcello? Bin dabei, holen wir die Typen, du holst die Brett, ich David. Ja, kein Problem, ne? Weil das müssen die mir dann echt erklären. Und müssen auch eine sehr gute Ausrede haben. Also XRP 100. Ja. Startrampe. Muss später die News vom Anfang nachgucken. War etwas spät dran. Macht doch nichts. Russia. Also XRP 1000, 10.000, 26. Ja. Singleman. Nicolas Cage. Genau, den meinte ich. Startrampe dreistellig würde mir genügen, um mal etwas den Laden aufzumischen und mir einen längeren Urlaub zu gönnen. Ja, wenn er dreistellig ist, dann müssen wir nicht mehr arbeiten. Ich glaube, da muss keiner mehr arbeiten oder wenigstens nicht mehr voll arbeiten. Ich glaube, das hätten wir dann alle durch. Singlebär, träumen darfst du gerne. Warte mal ab, Singlebär. Warte ab. XRP, ich bin ja auf Deadpool 3 gespannt. Ah, der erste war genial, der zweite hat so ein bisschen schon wieder verloren und da, ich hoffe, der dritte wird auch mal wieder ein guter Film. Ne? Das siehst du ja bei Expendables, das sahst du an Star Wars, irgendwann ist das so ausgelutscht. Und wie bei Star Wars, da haben sie die letzten drei Filme, das war einfach nur eine Verarschung, weil sie da einfach so ein Mischmasch aus den ersten sechs Filmen gemacht haben. Es kommt ja jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr neuer auch raus und ich weiß nicht. Ne? Irgendwann sollte man auch aufhören, sage ich mal. Wascha, ich hoffe es, Marcello, weil ich will im Realen mal recht haben. Keiner glaubt mir. Das wirst du. Ich glaube nicht, ich kaufe nicht umsonst XRP. Ne? Ich sag's dir ganz ehrlich, ich werde weiter XRP kaufen. Und mir ist es scheißegal, von wegen mit der ein Jahr Haltefrist, weil das ist sowieso ein Langzeitinvestment, die ich jetzt kaufe. Und da interessiert es mich nicht. Auch wenn jetzt XRP, sage ich mal, auf 1000 geht, dann habe ich andere zum Verkaufen. Und die ich jetzt kaufe, die lasse ich einfach liegen erstmal. Singleman, habe nicht mal Teil 1 und 2 gesehen. Ach du Schande. Rob. Ja, dreistellig wäre cool. Nie mehr arbeiten. Das Leben genießen. Gutes tun. Ja, ich habe es ja jetzt gesehen. Ne? Ich habe jetzt anderthalb Wochen frei gehabt. Ich hatte ja mehr oder weniger vormittags immer Ruhe gehabt. Oh, das war so herrlich, ne? Heute, ersten Tag wieder gearbeitet, ich könnte so das Kotzen kriegen. Ich bin fürs Arbeiten nicht mehr geschaffen, ich will nicht mehr. Startrampe würde aber erst auf 50% reduzieren und dann nach 3 Monaten 50% dann kündigen. Nur um die Führungsebene zu ärgern. Ja, aber wenn ich schon 50% reduziere, bin ich aber auch erstmal gleich krank, ne?
Kambim, die Finanzämter denken sich bestimmt noch aus, dass man jeden XRP-Coin einzeln zweimal ausdrucken und unterschreiben muss. Ja, abwarten, ne? Die Finanzämter würde ich nicht unterschätzen mittlerweile. Also hier in Deutschland kann ich euch nur sagen, gebt bitte alles vernünftig an, so wie die das haben möchten. Zur Not fragt das Finanzamt ein bisschen. Fragt ein Steuerberater. Deadpool ist cool. Startrampe. Ende nächste Woche wollte ich noch ein wenig XRP, XLM, VeChain, Veracity und Harbor akkumulieren. Natürlich steigen jetzt die Kurse wieder. Ist geil, ne? Willkommen in meiner Welt. XRP-Heiko, ich habe einen neuen PC. Der alte hat den Geist aufgegeben. Wenn ich jetzt Ledger Live starte, sehe ich ja nix auf. Auch kein Login. Also Apps neu installieren? Ja. Daniator, weiß jemand, wann XRP Unleashed auf Netflix erscheint? Das wird den Bekanntheitsgrad bestimmt erhöhen. Nein, auf sowas brauchst du dir keine Hoffnung machen. Ich denke nicht. Ja klar, in den USA wissen sie natürlich mehr Bescheid über den Film, ne? Und gerade mit XRP dann, weil es bekannter ist. Aber hier zum Beispiel in Deutschland, oh, geh mal in den Bekanntenkreis zu dir und frag mal, kennst du XRP? Wahrscheinlich nur durch dich, aber sonst weiß keiner, was XRP ist. Rob, Rob, zuerst krank feiern, dann sich persönlich neu orientieren und dann handeln. Ja, mein Chef kriegt ein schönes Präsent von mir auf seinen Tisch. Rascha, Marcello, in Österreich hatten wir auch Haltefrist. Ja, wenn in Deutschland Steuer kommen sollte, können Sie ab den Zeitraum Steuern anfordern, zum Beispiel Kryptoeinkäufe ab 24. Nein, Sie könnten Steuern rückwirkend machen. Ich glaube, 12 Monate ist es in Deutschland, könnten Sie das rückwirkend machen. Von Inkrafttreten des Steuergesetzes. Single Bear, MC, ab welchem XRP-Kurs hättest du denn ausgesorgt? Naja, mit 3 XRP ist es ein bisschen schwer zu sagen. Bei einem guten Kurs. Startrampe, wegen XRP Unleashed, muss ich mal noch meinen Neffen kontaktieren. Ich glaube, er hat Netflix. Dann soll er mir das aufnehmen. Wascher, 780.000 XRP genug, oder? So viel hast du. Freut mich. Geil. Snippet, Zuschauer erreicht. Zum dritten Mal schon. Grüß dich. Guten Abend, MC. Wenn hier die Haltefrist von 1 Jahr abgeschafft wird, muss man hier direkt weg. Die ziehen hier nur alle ab. Ja, aber. Es ist, ganz ehrlich, Leute, es ist schon seit 4 Jahren im Gespräch in Deutschland. Es ist nicht nur die, die jetzt am Ruder sind, auch die davor haben schon darüber gesprochen und hatten schon ihre geilen Ideen dazu. Und bisher ist noch nichts dabei rausgekommen. Die Einzigen, die diese Haltefrist weggemacht haben, das waren die Österreicher. Aber die haben das auch wieder gut gemacht, weil, klar, sie müssen Steuern zahlen, aber wenn du zum Beispiel umswitcht dein Coin, ne, du wechselst jetzt zum Beispiel deine Bitcoins in XRP, so, XRP steigt auf irgendeinen Grund vielleicht auf 50%. So, da wechselst du wieder zu Bitcoin. Da musst du keine Steuern zahlen in Österreich. Hier in Deutschland musst du jedes Mal Steuern zahlen, weil du Gewinn gemacht hast. M-Hahn, Sneakers, die Lautlosen von 92 ist interessant, sind Computerexperten, die durch geplante Einbrüche die Sicherheitssysteme von Banken testen. Da ist auf dem Bildschirm schon XRP zu sehen. Echt? Oh, muss ich mal gucken, ob ich den kriege. Ist ein interessanter Film. Rob Rob, hab eine Freundin von Krypto erzählt. War wohl überzeugend. Sie hat jetzt in XRP und VeChain investiert. Ja, da wird sie sich wenigstens mit VeChain freuen. Nein, XRP natürlich auch. Hieronimo kann es kaum noch erwarten, dass der Preis etwas steigt. Nicht nur, dass ich dann etwas Geld habe, sondern nur damit ich weiß, dass ich das System erkannt habe, dass ich nicht mehr denke, dass ich in meiner eigenen Welt lebe. Okay. Wascha. Nein, Marcello, war nur Spaß mit 780.000 XRP. Das war für Single Bill. Hab es markiert. Du hast es gelesen. Ja, wenn man 780.000 hat, ist doch wunderbar, ne? Warum nicht? Dann braucht man ja, 2 Dollar, man, das reicht im Endeffekt. Wascha, was ist mit Holochain, Marcello? Was ist damit?
Bei Hulu, wieso? Was ist damit? Ich habe da gar nicht heute geguckt. Ich habe auf Veracity und WeChain geguckt. Was ist denn mit Holochain? Holoton. Er hat doch 3% gemacht in 24 Stunden. Was denn? Dann hat er wieder einen Absacker gekriegt und geht wieder Richtung hoch. Du musst mir denken, Holochain ist so eine kleine miese Ratte, ne? Der kriecht von Stück für Stück nach oben. Wenn du dann denkst, ohne Korrektur, dann ballert der nochmal richtig. Sengewehr, das könnte sein, Danny, aber er redet von 1000 oder 10.000 Dollar. Natürlich. Startrampe, ich werde nicht mal die 40.000 XRP erreichen. Da müsste ich schon den Rest meines Erbes investieren. Und das wäre mir für einen einzelnen Coin ein zu hoher Anteil im Gesamtportfolio. Deshalb geht jetzt noch was in die vorher genannten vier Coins. Natürlich, das muss jeder für sich wissen. Ne? Und wie gesagt, es gibt für nichts eine Garantie, dass irgendein Coin, den du im Portfolio hast, den ich im Portfolio habe, das erreichen wird, was wir uns vorstellen. Daniator, ui, wäre ja mega. Warte einfach ab. Schauen wir mal. Snippet, denkst du, dass noch eine große Korrektur kommt? Oder denkst du, wenn alle schreien, dass es erst recht nach oben geht, weil die Akzeptanz von Krypto steigt? Nein, ich denke, es kommt noch eine Korrektur. Ich weiß nur nicht wann. Na, ich habe eigentlich gesagt 48.000, 51.000 Bitcoin. Da wird eine Korrektur kommen. Ist nicht passiert bei beiden. 55.000 wäre das höchste der Gefühle, was ich mir vorstellen könnte, dass dann eine Korrektur kommt. Weil ich glaube nicht, dass er jetzt sein Allzeithoch erreichen wird, sondern dass noch eine schöne, saftige Korrektur kommen muss eigentlich auch. Wascha, ich habe keine Holochain. Will mein Portfolio auf 10 Projekte erhöhen? Holochain oder Dent? Ist schwer zu sagen, ne? Ich würde dann 50-50 machen, was du investieren willst. 50 in Holochain, 50 in Dent. Zengli, MC hat 3 XRP. Mist, muss noch 2 nachkaufen. Ja. Naja, du musst nicht, aber wäre ja nicht schlecht, ne? Wascha, Leute, was jemand über Wall Street Mimis Coin passiert ist. In Max Global wurde der Handel gestoppt. Bei den anderen Börsen geht es weiter. Okay. Ich habe nichts mitgekriegt, was das betrifft. So, meine Lieben, war wieder mega geil mit euch. Auch wir sind sogar mal unter einer Stunde. Ist auch nicht so schlimm, ne? Wir haben ja bald Wochenende, da können wir wieder ein bisschen länger schnacken. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Mittwoch. MC der Hektiker, danke, Qualmes. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Mittwoch. Morgen um 20:20 Uhr bin ich natürlich auch hier. MC hat keine Lust mehr. Nee, das hat damit nichts zu tun, mein Freund. Überhaupt nicht. Und wie gesagt, morgen um 20:20 Uhr bin ich wieder hier. Ah, ist Donnerstag, ne? Ja, gut, Freitag machen wir dann 2 Stunden. Das sollten wir dann hinkriegen, ne? Von daher sage ich auf Wiedersehen.